Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Loot-Chest, nämlich die im Februar. Dieses Jahr haben wir ein Schaltjahr, das heißt einen Tag mehr, so eine Scheiße. Und wir packen sie jetzt mal aus. Nehme ich sie erstmal runter, dass wir ein bisschen mehr Platz haben hier. Und dann machen wir erstmal das T-Shirt. Ich glaube, ich habe davon schon mal eins schon mal in der Loot-Chest gehabt. Wieder mal von Apex. Oh nee, doch nicht. Da habe ich falsch geguckt. Das ist nämlich eins von den neuen Spiele und Netflix-Serie. The Witcher. Haben wir jetzt hier ein T-Shirt, aber in dem Stil von dem einen Apex Legends. Design, also den Umriss von Geralt von Riva, und hier ist er auch nochmal zu sehen. Also ein T-Shirt von The Witcher haben wir hier schon mal. Geil. So, dann als nächstes haben wir hier eine Packung Rollo. Irgendwie Nougat Multipack Tube Not for Resale. Also eine Rollo. Essig mag ich nicht zwar, aber da kenne ich schon welche, die das mögen. So, kann man hier. Was ist denn das denn? Aha. Da haben wir hier Dungeons and Dragons, glaube ich. Übersetzer, wenn ich das hier nicht täusche. Ja, es sind Untersetzer hier, aber ich habe noch nie Dungeons and Dragons gespielt. Und es sind einfach so Untersetzer. Kriegt wieder Dings. Howie, den gebe ich immer die Untersetzer. Also wieder mal zig neue Untersetzer. Dann habe ich hier was. Ach du Scheiße. Dann haben wir hier was von Marvel, schön shiny shiny. Sieht man ja hier. Keine Ahnung, was das ist. Oh! Was Schönes ist es? Was Teures, Alter. Muss ich mal kurz hier das Unboxing-Messer nehmen. Bloß nicht schneiden. So. Hier haben wir nämlich ein Eau de Toilette. Alter. Loot-Chest, ich krieg die Packung nicht auf. So, so. Ah, Deckel ab. So. Hier, nichts drin. Und hier, so sieht das aus. Comics, Marvel Comics. So, kalt, ey, kalt ist das. Gucken, wie es riecht. Oh, sehr schön, sehr schön. Habe ich auch endlich mal ein der Marke Marvel. Also hier Marvel haben wir auch. So, dann haben wir hier ein Kartenspiel. Passend zum neuen Star Wars Film. Aufstieg Skywalkers. So ein Top-Spiel. Kennt das bestimmt. Wie heißt das eigentlich? Oh, hier, was man früher mit Autos gespielt hat. Wer mehr Kubik hat und so. Kriegt die Karte. Wie heißt denn das? Scheiße. Trumpfspiel, genau. Jetzt kriege ich die Packung auch wieder nicht auf. Muss ich wieder hier mal kurz mir in den Finger schneiden. So. Tut mir leid, wenn ich so laut atme, aber das ist ja halt so bei mir. So, dann mache ich das hier mal zu. So, damit man es besser hier so sieht. Manchmal lieber hier. Ein bisschen zurück. Ja, so ist gut.
habe ja schon das Top-Spiel von The Big Bang Theory. Dann hat man hier zum Beispiel von Kylo Ren. Sind diesmal die Themen. Da sieht man nicht so. So. Ehre, Angst und Wut, Verwegenheit, Gier und Top-Trumpf-Faktor. Und dazu haben wir die ganze Star Wars Herrschaft hier versammelt. Gut, dann packe ich mal die Karte hier wieder rein. Also von den Trumpfspielen gibt es ganz schön viele Themen. Früher hat man das immer mit Autos und so, Motorräder. Und dann gibt es jetzt was ich nicht auspacken werde. Nämlich eine Pop-Up-Figur, Marvel Studios 10. Die 384. Fassung von Ant-Man, aber nicht die normale, sondern in Gold. Das werde ich da drin lassen. Hier die Gold-Ära. Gibt es noch die anderen? Wir haben eben Ant-Man gekriegt. Es gibt dann noch Iron Man, Loki, Captain America, Groot, Hulk, Black Widow, Thor, Gamora, Black Panther und natürlich Ant-Man. Und wo ist The Wasp? Tja, meine Freunde, das war es auch, glaube ich, schon. Gucken wir mal nochmal das Büchlein. Hier, so sieht es aus: das Büchlein. Packe ich mal hier hin, nochmal ein bisschen an die Seite, zoome ich mal ran, so, und dann gucken wir mal nochmal durch, wie viel es gekostet hat, den Müll, ist kein Müll, ist immer gute Sachen im Loot Chest, die machen da ja richtig gute Sachen mal rein. Hier nochmal die letzte Loot Chest, ohne die vier Bücher, da hatten wir das drin, aber sonst ist alles so wie gehabt. Und dann sieht man hier die nächsten Termine, wo die Loot-Chest auch zugegen sein wird. Bei der Leipziger Buchmesse im März, auf der FatCon im Mai, CCXP in Köln, natürlich auf der Gamescom und auf die Konnichiwa. Da haben wir hier mal ein anderes Pummel-Einhorn. Hier kann man sich schön so ein T-Shirt. Zeig uns deine Hometown. So, dann hier noch der Film. Dings. Future Movie, also. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt. Ach, keine Ahnung. Gut. Müssen wir schnell mal weitermachen. So, das war. So, dann haben wir hier einmal das T-Shirt. Rutscher-T-Shirt, dann die goldenen Dinger. Untersetzer. Star Wars. Packung Rollo. Und als extra Plus eben das Eau de Toilette. So. Twitch-Team, so weiter. Haben wir noch eine Seite? Ja. Ohoho, Alter. Guckt euch die nächsten Themen an. Super Mario, Batman und Zelda sind auch noch dabei in 2020 in der Loot Chest Ultimate. Die Simpsons Box wurde ja abgesagt. Dafür kommt Deadpool. Wir freuen uns. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns in der nächsten Loot Chest. Oder in einem Let's Play. Bis dann, euer Yannick Fiziskon. Und tschüss.